Wir sind ein paar Tage vor Tisha B'Av und es gibt verschiedene Hilchot Avelot, Trauergesetze bezüglich Tisha B'Av. Zum Beispiel in den 9 Tagen zwischen Rosh Chodesh Av und Tisha B'Av, das ist der Minhag von Ashkenazim oder Minhag von Sfarad, Shavua Shechalbo Tisha B'Av, in der Woche, wo Tisha B'Av stattfindet, kein Fleisch essen und kein Wein zu trinken. Das ist eine besondere Halacha, weil wir vergleichen immer die Trauergesetze von Tisha B'Av, die Tage vor Tisha B'Av, zu den Tagen von Avelut, dass einer, Chas v'Chalila, Gott behüte, sitzt Shiva auf eine von seinen Verwandten. Ein Avel, das sitzt Shiva. Sein Vater ist gestorben und er sitzt Shiva, er kommt von dem Begräbnis nach Hause, er beginnt 7 Tage zu sitzen. Lode Alacha, er darf Fleisch essen oder Huhn oder Wein zu trinken, nicht besauft zu sein, ein halber Liter, aber ein bisschen Wein zu trinken während Mahlzeit, Mittagessen, Fleisch und Wein, kein Problem. Also von der Trauergesetze, von Ilchot Avelut, von Avel, einer, der sein Vater Lo Aleinu gestorben, darf er Fleisch essen und er darf Wein trinken. Wieso in diesen Tagen vor Tisha B'Av die Trauergesetze sind so stark und scharf, nicht einmal Fleisch essen oder Wein zu trinken. Erklären dem Mefarshei Agmara, den Grund, warum darf man nicht Fleisch essen und Wein trinken, ist weil in Beit HaMikdash in diesen Tagen man hat aufgehört zu bringen Korbanot. Wenn hat man Korban gebracht zum Beit HaMikdash, eine Opfer, und auf dem Misbeach gebracht und verbrannt, hat man auch Nisuch HaYayin, Wein darauf gegeben. Weil in diesen Tagen hat man nicht mehr Korbanot gebracht und nicht mehr Nisuch HaYayin, Wein, nicht mehr ausgegossen auf den Korban. Als Symbol für diese 2 wesentlichen Tätigkeiten, das in Beit HaMikdash jeden Tag gewesen, Fleisch von Korban und Wein von anderen heiligen Diensten, Nisuch HaYayin, ausgießen Wein, als Symbol für diese 2 Sachen, das nicht mehr gewesen, essen wir kein Fleisch und trinken wir kein Wein. Deswegen, einer, das sieht Shiva, er darf Fleisch essen. Es gibt die Trauergesetze, er darf sich nicht waschen und nicht die Haare schneiden und nicht rasieren und nicht zur Hochzeit gehen und Musik hören. Das ist doch klar. Zusätzlich in Tisha B'Av gibt es kein Fleisch, kein Huhn und kein Wein zu trinken, weil das ist ein besonderes, spezifisches Symbol für den Fleisch von Korbanot, das nicht mehr gebracht worden sind, für Wein von Nisuch HaYayin, das nicht mehr gewesen wird damit. Das heißt, wenn wir essen heute kein Fleisch, nicht nur als Trauergesetze, sondern zu verstehen, dass langsam ist gekommen, bis Beit HaMikdash ist zerstört worden, verbrannt worden und nichts davon geblieben. Aber ein paar Tage vorher, wo das Haus und des Tempels noch gestanden, war schon nicht mehr Korbanot. Und als das, als Symbol für das, essen wir kein Fleisch und trinken wir kein Wein. Ja, Kadosh Baruch Hu, יהפוך לנו את הימים האלה מאבל ליום טוב, לששון ולשמחה, אמן ואמן.